In der Schweiz muss jeder Impfstoff, bevor er verwendet werden kann, geprüft werden auf Sicherheit und auf Wirksamkeit. Und das ist auch bei den Covid-Impfstoffen so. Die sind ausgezeichnet wirksam, sie verhindern die Infektionen in fast allen Fällen. Nach einer Injektion ist es möglich, dass man ein bisschen Schmerzen hat am Arm, dort wo die Injektion stattgefunden hat. Selten ist es auch möglich, dass ein bisschen Fieber auftritt. Das ist aber insgesamt normal und nicht gefährlich. Schwere Nebenwirkungen, die auf die Impfung zurückzuführen sind, sind bis jetzt nicht bekannt worden, obwohl man weltweit den Impfstoff schon bei Millionen von Personen eingesetzt hat. Und die Sicherheit des Impfstoffs wird auch weiterhin überwacht werden. Durch eine Impfung wird der Körper mit dem Virus bekannt gemacht. Und wenn es dann später tatsächlich zu einer Infektion kommt, dann kann das Immunsystem das Virus viel schneller erkennen und zerstören oder vernichten. Durch eine Impfung tun sie damit ihren eigenen Körper, ihr eigenes Immunsystem unterstützen, das Virus zu bekämpfen. Und nach einer Impfung ist es sehr unwahrscheinlich, dass es noch zu einer Infektion kommen kann. Wenn man eine Infektion durchgemacht hat, dann ist man zuerst geschützt davon, nochmal eine erneute Infektion zu erleiden. Der Schutz, der nimmt aber im Verlauf der Zeit ab und wir empfehlen, ab etwa 3 Monaten nach der ursprünglichen Infektion eine Impfung durchzuführen. Also es war immer klar, wer geimpft ist, ist vor einer Erkrankung geschützt. Was aber nicht so klar war, ist, ob eine Impfung auch verhindert, dass eine Person durch das Virus kann besiedelt werden, ohne krank zu werden. Und das Virus kann weitergegeben werden an andere Personen. Eine neue Studie aus Israel zeigt jetzt aber, dass das nicht so ist. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, weil sie zeigt, dass die Impfung nicht nur vor einer Erkrankung schützt, sondern auch vor einer Verbreitung des Virus in der Gesellschaft. Trotzdem aber müssen die geltenden Vorsichtsmassnahmen bezüglich Hygiene oder auch Quarantänenanordnungen auch weiterhin befolgt werden, auch von geimpften Personen. Die Impfung besteht aus 2 Injektionen, die man im Abstand von 4 Wochen verabreicht. Einen ersten Schutz hat man schon 2 Wochen nach der ersten Injektion und einen vollständigen Schutz etwa 1 Woche nach der zweiten Injektion. Wie lange aber der Schutz anhält, das ist noch nicht ganz klar. Es ist denkbar, dass man in Zukunft die Covid-Impfung auch regelmässig wiederholen muss, so wie man das von der Grippenimpfung auch kennt. Im Kanton Zürich stehen ab April 11 Impfzentren zur Verfügung. Dort können Sie sich online anmelden, registrieren und dann können Sie einen Termin vereinbaren. Sie werden von einem Arzt, einer Ärztin oder vom Pflegefachpersonal aufgeklärt über die Risiken und Nebenwirkungen dieser Impfung. Wenn für Sie nichts zutrifft, wird die Impfung durchgeführt. Das Besondere an dieser Impfung ist, dass Sie danach 15 Minuten noch beobachtet werden. Wir haben eine risikobasierte Impfstrategie, das heißt, nach verschiedenen Gruppen wird geimpft, die mit dem größten Risiko als erstes. Der Kanton Zürich wird diese Strategie umsetzen und dann werden Sie aufgefordert zu einem Impftermin. Bei jeder medizinischen Behandlung gibt es potenziell Nebenwirkungen. Bei Impfungen ist es häufig so, wie wir es von der Grippeimpfung kennen, dass es Gliederschmerzen gibt, dass es leichtes Fieber gibt. Das ist ganz normal auch bei diesen Impfstoffen. Sollten Sie andere Nebenwirkungen verspüren, melden Sie sich bitte bei der Person oder bei dem Kontakt, wo Sie geimpft worden sind.
Sie bekommen eine Impfbestätigung und die können Sie dann in Ihr Impfbuch übertragen lassen.